Hörspielfans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörspielfan und zwar mit der ersten für 2019. Wie ihr sicherlich gerade bemerkt habt, sitze ich hier an einem neuen Set, ja, in einem etwas wohnlicheren Set als vorher und ich präsentiere euch weiterhin, ja, auch im neuen Jahr die neuesten, ja, und die aktuellsten sowie die klassischen Hörspiele, die es so gibt. Es darf natürlich auch hier nicht meine traditionelle Tasse Kaffee fehlen. Da kann man es so richtig schön gemütlich machen und über das ein oder andere Hörspiel sprechen. Und diesmal möchte ich das aktuelle Hörspiel von Die drei Fragezeichen besprechen mit dem Titel Im Auge des Sturms. Der Release des Hörspiels war am 18. Januar 2019 durch das Hörspiellabel Europa. Und nun zur Story zur aktuellen Ausgabe der drei Jungs von Rocky Beach. Peter findet Matt, einem Surfer, ja, schwer verletzt am Strand von Rocky Beach. Die letzten Worte, die er sagen kann, bevor er ins Krankenhaus kommt, ist: Finde Finlay. Nachdem er abtransportiert worden ist ins Krankenhaus, findet Peter, ja, einen Zeitungsartikel sowie die Visitenkarte der drei Fragezeichen in seinem Rucksack. Aber wie kann das sein? Peter kann den besagten Finlay ausfindig machen. Doch dieser behauptet, Matt, so heißt der schwerverletzte Surfer, gar nicht zu kennen. Und er ist dazu noch sehr, sehr, sehr abweisend. Um an Informationen von Matt zu kommen, gibt sich Justus einfach als Putzmann des Krankenhauses aus. Und so erfährt er vom schwerverletzten Matt, dass er ein Gespräch zwischen seinem Vater und einem Unbekannten mitbekommen hat, dass der Vater, ja, Finlay töten lassen möchte. Die drei werden zudem noch von einem mysteriösen Mann verfolgt. Bei seinen Recherchen wird zudem noch Bob von Dylan übelst zusammengeschlagen, als Mahnung und als Warnung. Und noch eine spannende Frage: Warum muss Peter, ja, sein Können auf ein Surfbrett unter Beweis stellen? Ja, die Zeit wird knapp, denn ein richtiger Sturm, ja, zieht auf. Und hier nun mein Kommentar zur Folge Im Auge des Sturms. Als erstes, diese Folge ist darin so geil, weil Peter, ja, Peter von den drei Fragezeichen steht am Schluss als Held da. Der ist für mich eigentlich die ganze Folge ein Held, denn A, er findet den schwer verletzten Surfer Matt, B, er findet raus, wer Finlay ist. Und dann noch am Schluss, ja, hilft er denn noch, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, ja, aber ich spoilere das jetzt auch nicht so ganz. Am Schluss steht Peter auf Surfbrett, ja, und holt sich die 1600 Euro, Dollar, holt er sich, ja, für jemanden. Also nicht für sich, sondern für jemanden, damit dieser, ja, nicht in Geldnöten seine Existenz verliert. Also eine Peter-lastige Story. Das ist super positiv. Zweite positiv ist, ich finde, die letzten 5 bis 6 Ausgaben von der Reihe sind richtig gut. Ja, es gab mal eine kleine Durchstrecke, wo viele Fans sagten, mein Gott, die Geschichten aus Rocky Beach werden immer schlechter und schlechter. Diese ist nicht so. Ich fand sie wirklich sehr spannend. Ich war wirklich bis zum Schluss dran. Nicht, weil ich es musste, weil ich jetzt nur eine Review mache. Nein, aus vollem Herzen. Und das waren die letzten Ausgaben, die ich besprochen habe, waren alle geil. Ja, bis auf eine kleine Kurzgeschichte aus einer Sonderedition. Aber egal, sonst sind die Geschichten, finde ich, sind wirklich wieder stärker geworden. Wer Spannung mag, ja, und Kurzweile, der ist mit dieser Folge, ich zeige es dir nochmal, ja, Im Auge des Sturms, ja, ist dieser gut bedient. War sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Trommelwirbel!
Wir kommen nun zum Cast, also zu den Sprechern, die in dieser Ausgabe. Natürlich nach unseren bekannten Sprechern, die wir ja alle schon mitbeten können, ist unter anderem auch Sascha Rotermund mit von der Partie. Er spricht da den Dylan. Und wem Sascha Rotermund eigentlich nichts sagt, er war zum Beispiel bei der RTL-Comedy Vier Singles, hatte er Einsätze. Dann ist er Synchronsprecher, zum Beispiel bei Grey's Anatomy. Unter anderem hat er auch Rollen gehabt bei Dr. House als Synchronschauspieler. Und er war 2009 bei den Live-Hörspielen der drei Fragezeichen und der seltsame Wecker, hat er einige Einsätze gehabt auf der Bühne. So, Sascha Rotermund. Und dann gibt es noch Tim Knauer ist dabei. Und ganz besonders, was mir ins Auge gefallen ist, ja, George, ja, die Rolle George wird hier gesprochen von Mars Seibert. Viele fragen sich, Mars Seibert sagt mir doch was ganz, 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 ganz düster. Ja, er war unter anderem Schauspieler bei Unter uns. Ja, da hat er jahrelang den Mars gemimt. Und dann hat er auch noch eine Webserie gehabt namens Sex und Tzatziki. Viel dämmert's noch, ja, Mars Seibert hat hier eine kleine Rolle bei den drei Fragezeichen ergattert. Und als Mann, ja, das ist eine ganz minimale Rolle, Mann, ja, spricht hier Gunnar Bergmann. Gunnar Bergmann ist in der Sprecherszene, ja, in der Hörspiel-Europa-Sprecherszene Neuling, denn seine ersten Einsätze hatte er 2018 bei Frau Körting. Vorher war er im Games-Bereich tätig und hat da sein Unwesen getrieben. Und da gibt es eine Stacey Warren, gesprochen von Katja Brügger. Und Katja Brügger ist den Masters of the Universe-Fans ein Begriff. Sie hat damals in den 80ern die Evelyn gesprochen. Das Buch und die Effekte hat André Mininger zu verantworten. Und natürlich führt unsere Märchenkönigin, beziehungsweise mittlerweile müsste es ja schon die Märchenkaiserin, Heike Dine Körting, führt da wieder mal grandios Regie. Wir kommen zum Aha dieser Folge. Das Aha liegt darin, dass die Auswertung auf Musikkassette verschiebt sich wieder um 2-3 Wochen, da es wieder Engpässe gibt mit den, ja, mit den Tonspulen der Kassetten jeweils. Also Leute, die die Folgen noch auf MC sammeln, ja, müssen sich noch ein paar Wochen gedulden, bis da der Release ist. Im Hintergrund, die Jungs sprechen, ja, mit jemandem in Deutsch. Im Hintergrund sind Stimmen zu hören. Ist ja normal, hat man ja so, ne? Wenn man eine Menge ist, dann hat man ja halt auch im Hintergrund Stimmen. Diese sind aber Englisch. Komisch, oder? Das Ganze wird noch mehr ins Spookige ist, wenn die Jungs oder Justus, ja, Jungs, Justus, wie auch immer, im Krankenhaus ist und dass da die Atmo, also die Menschenmenge, da Deutsch redet. Ist schon ein bisschen komisch, muss man sagen. Kann man sich auch im Moment nicht so erklären. Vielleicht ist das trendy. Ja, und zum guten Schluss möchte ich euch noch auf eine Umfrage aufmerksam machen, denn da habe ich auf Hörspielfan unserer offiziellen Facebook-Seite, könnt ihr auch liken, Facebook, ja, bitte da Hörspielfan liken, habe ich eine Umfrage gemacht, wie sie nun das neue Hörspiel im Auge des Sturms finden, die Hörspielfans. Und da haben innerhalb von, ja gut, 12 Stunden haben Leute angegeben, das waren genau 73%, die das Hörspiel gut fanden und 27%, die das Hörspiel nicht so toll fanden. Also, wie man sieht, Tendenz ist da, dass das Hörspiel gut ankommt bei den Hörspielfans. Da zu Hause vorm PC, vor dem Kassettenrekorder, vor dem CD-Player oder einfach vorm Tablet. Falls ihr bei der Umfrage jetzt noch nicht mitgemacht haben solltet, könnt ihr jetzt hier unterhalb des Videos in den Kommentare reinposten, wie fandet ihr denn die aktuelle Folge? Und vielleicht gebt ihr auch noch einen Kommentar ab, wie ihr meine Folge jetzt hier fand von Hörspielfan, wie ihr die neue Atmo hier findet, ja, die neue Art zu wohnen. ja, und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt natürlich auch
meine Seite, wie gesagt, bei Facebook liken unter Hörspielfan oder wahlweise auch hier bei YouTube unter bumo.tv. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Hörspielfan wieder, dann wieder zu einer tollen anderen Ausgabe eines tollen anderen anderen Serie, was auch immer. Bis dann, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt weiterhin hörsinnig. Tschüss.